Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Und heute geht es um das erste Wochenhoroskop im Jahr 2022. Am Montag eigentlich mit ganz klaren Gedanken. Das heißt, es wäre der ideale Tag, um die Steuererklärung herzurichten, um Finanzen zu planen. Vorsichtig, aber generell ist in diesem Jupiterjahr zwar ein Glücksplanet auf unserer Seite, aber wenn ihr die Finanzplanung macht, macht es nicht zu knapp oder nehmt euch nicht zu viel vor, sondern einfach realistisch. Was muss sein dieses Jahr? Wie war das letzte Jahr? Habe ich da noch Überschüsse oder sonst irgendwas? Also diese ungeliebte Steuererklärung herrichten, wenigstens für den Steuerberater, macht das direkt am Montag. Am Dienstag gehen wir eher so in die Richtung, ich ratsch gern mit dem Nachbarn. Ich möchte mal wieder vom Bäcker hören, wie sein Weihnachten war. Die Nachbarin oder am Gartenzaun. Ich bin mit dem Hund draußen. Einfach mal wieder ratschen und sich aufs Laufende bringen. Wir haben so viel Zeit mit uns selber verbracht und mit der Familie. Da sollte es auch mal wieder drin sein, sich für andere zu interessieren und neue Ideen, neuen Input zu holen. Das wäre am Dienstag der optimale Tag, dass man sich nicht ganz so vernachlässigt fühlt. Am Mittwoch ist ein sehr, sehr guter Tag. Wir sind noch nicht ganz mit den Rauhnächten durch. Also überlegt es euch noch, was lief gut, was lief nicht gut. Es ist ein Tag, an dem die Grundsatzfragen anstehen. Grundsatzfragen meine ich immer so, wo bin ich jetzt, wo will ich hin, was habe ich bis jetzt erreicht, wo könnte noch nachgesteuert werden, wie reagiert meine Familie drauf oder als Single, brauche ich aktuell gerade einen Partner oder will ich eigentlich gar nicht oder will ich flirten. Flirten für unsere Singles, entspannt euch, im Februar wird es besser. Da läuft es dann wieder leichter. Aber so Grundsatzfragen ist, wie bin ich, was mache ich, was tue ich, wo will ich hin? Das wäre super. Der nächste Tag ist, alles Neue ist super spannend. Das heißt, aber auch so diese Kleinigkeiten, neue Serie anschauen, neues Buch anschauen, neues Wissengebiet. Wo will ich hin? Welcher Bereich interessiert mich? Möchte ich mit der Astronomie anfangen oder mit der Astrologie, Numerologie? Einfach das Neue, Spannende in unser Leben reinlassen. Das wäre ganz super. Besonders jetzt. Wir haben zwar alle noch so ein bisschen frei, beziehungsweise viele haben noch frei und fangen erst am 10. wieder an zu arbeiten. Aber nutzt doch die Woche einfach noch, um das Alte rauszuschmeißen und das Neue wieder reinzulassen. Es ist nämlich wirklich so ein Tag, der Donnerstag, wo man neue Sachen ausprobieren kann. Einfach mal gucken, einfach mal reinschnüffeln. Freitag, Samstag, das Wochenende, sollte so ein Tag sein, wo man zu Hause ist. Zu Hause ist das wirklich so dieser Platz, dieser Bereich, bei dem ich mich wohlfühle. Dieser Bereich, wo ich meine Energie tanke, meine Kraft tanke. Denn das sollte es für uns zu Hause sein. Schaut euch zu Hause um. Ist es so, wie ihr es braucht? Nochmal eine Runde räuchern oder ein Räucherstäbchen oder vielleicht einen Schrank umstellen oder im Schrank umräumen. Schaut, dass eure Wohlfühloase wirklich eure Wohlfühloase ist. Ansonsten wünsche ich euch in der Woche noch ganz viel Spaß. Ich hoffe, bis bald. Vergesst nicht den Like-Button und den Abo-Button. Bis dann!